So ist es, so viel Zeit muss sein, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 60 Jahre Erfolgsgeschichte Europas, aber Europa in schwerem Fahrwasser. Ich glaube, das ist die Zusammenfassung der aktuellen Situation. Aber wie wir wissen, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Kollege Oppermann hat es vorhin angesprochen, es gibt viele Menschen in Deutschland und in anderen Ländern, die aufgerüttelt sind vor dieser schwierigen Situation Europa und erkennen, dass die Teilstaaten Europas für sich allein genommen keine Chance haben, weder ökonomisch noch außenpolitisch noch geopolitisch in irgendeiner Weise eine Rolle zu spielen, wenn wir dieses Europa nicht zusammenhalten. Das 21. Jahrhundert wird nicht das Europa der das Jahrhundert der Europäer sein, sondern die Entwicklung wird über uns hinwegrollen, wenn wir nicht in der Lage sein werden, dieses Europa zusammenzuhalten. Das verstehen die Menschen. Und meine Damen und Herren, die zweite Chance, die wir haben, ist, dass wir jetzt in dieser Krisensituation über die Fehler nachdenken, die gemacht wurden in den letzten 60 Jahren. Und ich empfehle dringend, dass wir erkennen, dass das Hauptproblem, das wir momentan in Europa haben, darin besteht, dass die Akzeptanz der Europäischen Union bei den Bürgern, vorsichtig gesagt, nur sehr eingeschränkt vorhanden ist. Und deswegen empfehle ich uns, dass wir uns auf dieses Europa mit dem Blick der Bürger einmal richten und nicht mit dem Blick von irgendwelchen wissenden Eliten. Und dann fragen die Bürger, was geht es eigentlich Europa an, wie wir den Feinstaub in Leipzig messen? Was geht es eigentlich Europa an, wie wir im Frankenwald und im Fichtelgebirge unsere Felder düngen, was wir seit Jahrhunderten machen, ohne dass es jemanden in Brüssel gab, der schlauer war? Und was geht es eigentlich Europa an, uns ein FFH-Gebiet als Hindernis für den Bau einer Straße von A nach B vorzulegen? Aber meine Damen und Herren, deswegen empfehle ich uns, dass Europa sich begrenzt und beschränkt auf die Gebiete, auf die politischen Gebiete, die aus der Sache heraus für jeden erkennbar nur europäisch gelöst werden können. Und da gibt es wichtige Bereiche. Thema innere Sicherheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn sich die organisierte Kriminalität, wenn sich die Terroristen, wenn sich die Verbrecher in Europa herumtreiben, dann gibt es nur eine einzige Antwort. Wir müssen die Zusammenarbeit der Sicherheitskräfte der Polizei in Europa organisieren. Und meine Damen und Herren, die Menschen im Baltikum haben das schon verstanden. Sie fühlen sich von Russland bedroht. Und deswegen wollen sie eine europäische Verteidigungsunion. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin froh, dass wir jetzt auf diesem Weg sind, denn auch im Rest Europas werden die Menschen bald alle verstehen, dass es den Amerikanern ernst ist, übrigens nicht seit Donald Trump, sondern seit 10 Jahren, dass sie sagen, Europa ist reich und stark genug, um sich selbst zu verteidigen. Nur wir müssen es jetzt auch organisieren. Das leuchtet jedem ein und das werden wir den Bürgern auch vermitteln können. Das Thema Digitalisierung, die Frau Bundeskanzlerin hat es angesprochen, wir müssen es gestalten. Aber jeder Mensch erkennt, es gibt kein regionales Netz. Es gibt das weltweite Netz, das nicht 9 Millionen Österreicher gestalten können, noch nicht mal 82 Millionen Deutsche, sondern dass nur 500 Millionen europäische Verbraucher gemeinsam gestalten können. Daraus wird ein Schuh, und das verstehen auch die Leute. Deswegen muss sich Europa darauf konzentrieren. Energieunion. Wenn wir Europa unabhängiger machen wollen vom Russengas und vom Öl der Scheichs, dann müssen wir einen Energiemix in ganz Europa organisieren. Dafür brauchen wir Europa. Das wird auch jeder verstehen, und das leuchtet auch jedem ein. Das Zweite, meine sehr verehrten Damen und Herren, Europa aus dem Blickwinkel und den Augen, keine Zwischenfragen, der Bevölkerung sehen. Viele Menschen fühlen sich durch Europa bevormundet. Das war exemplarisch deutlich an dem Ausspruch, der zum Brexit geführt hat. Wir wollen unser Land zurück. Das war der Slogan derjenigen, die den Brexit favorisiert haben. Wir wollen unser Land zurück. Und meine Damen und Herren, deswegen gibt es nur eine einzige Antwort auf diese Angst der Bevölkerung. Es gibt nur eine Antwort, die heißt, wir müssen die Selbstverantwortung der Regionen und der Mitgliedstaaten stärken. Wir müssen von ihnen verlangen, dass sie Verantwortung übernehmen und die Verantwortung auch dort verorten und ansprechen. Herr Friedrich, als Beispiel Herr Friedrich, will ich
Erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von... Zeit haben Sie als nur Beispiel, jede Menge. Ich muss jetzt da im Fluss bleiben. Wollen Sie wissen, wer Sie Ihnen... Als Beispiel sage ich Ihnen mal das Thema Staatsverschuldung. Also wir haben in Deutschland entschieden, ja, hier in diesem Hohen Haus, wir wollen keine Staatsverschuldung. Wer heute Staatsverschuldung betreibt, belastet sich morgen und macht sich morgen handlungsunfähig. Schwarze Null, Schuldenbremse im Grundgesetz, gemeinsam von allen wichtigen Fraktionen im Haus im Grundgesetz auch verabschiedet. Nur, meine Damen und Herren, es sehen andere Leute anders. Die Italiener und die Griechen sagen, lieber heute schön gelebt, als an morgen denken. Und deswegen, meine Damen und Herren, wenn das so ist, dann müssen wir sagen, liebe Freunde, wenn ihr das so macht, dann müsst ihr die Suppe selber auslöffeln. Auch das ist Demokratie, für die Folgen einstehen, die man selber ausgelöst hat. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, da kommt dann Ihr, weil Sie sich so aufregen, Ihr großer Kandidat Schulz und erzählt uns allen Ernstes, wir brauchen Eurobonds, Haftungsunion und Transferunion. Das ist Quatsch in Tüten. Wir müssen die Verantwortung dort festmachen, wo sie auch liegt, nämlich bei der Unfähigkeit der Nationalstaaten, Reformen durchzuführen. Kollege Kauder hat es vorhin angesprochen. Die zweite Schnapsidee Ihres großen Kandidaten Martin Candidus Schulz besteht darin, die Sozialsysteme in Europa zu vergemeinschaften. Damit ist er schon in den Europawahlkampf gezogen. Gemeinsame Arbeitslosenversicherung. Ja, glauben Sie allen Ernstes, dass die deutschen Arbeitnehmer dafür zahlen werden, dass die sozialistischen Regierungen in Südeuropa unfähig sind, Arbeitsmarktreformen zu machen und Wettbewerbsfähigkeit herbeizuführen? Das glauben Sie nicht allen Ernstes. Europa aus der Sicht der Bürger heißt auch, dass wir keine falschen Versprechungen machen. Ich lese in den Schlussfolgerungen, wir müssen die Jugendarbeitslosigkeit beseitigen und die Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Aber, meine Damen und Herren, ohne Reformen in den Ländern geht das nicht. Und Europa hat nicht die Mittel, sondern die Länder haben die Mittel. Und wenn eben die Griechen, die Italiener und die Franzosen eine Massenarbeitslosigkeit bekämpfen wollen und die Regierung dazu unfähig ist, müssen sie diese sozialistische Regierung abwählen. Das ist die Alternative. Da müssen wir hinkommen. Und vorhin auch angesprochen von Kollegen Kauder das Thema, wir müssen, steht auch im Weißbuch übrigens, das Herr Juncker jetzt vorgelegt hat, wir müssen in Europa das Potenzial unserer Talente ausschöpfen. Ja, wie können wir das Potenzial unserer Talente ausschöpfen? Indem wir erstens eine gute Bildungspolitik betreiben. Nur die Kompetenz für die Bildungspolitik liegt nicht in Brüssel. Und glauben Sie mir, Bayern wird auch nicht die Bildungskompetenz abgeben nach Brüssel, weil einige in Südeuropa nicht in der Lage sind, eine vernünftige Bildungspolitik zu machen. Und deswegen sage ich, wir müssen aufhören, den Menschen mehr zu versprechen, als Europa überhaupt halten kann, weil es die Instrumente dafür gar nicht hat, sondern sagen, dann liegt die Verantwortung eben bei den Mitgliedstaaten, die dafür auch die Kompetenzen haben. Und meine Damen und Herren, dann sagt die Kommission, wir müssten jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr 2018 entscheiden, wie es mit Europa weitergeht. Das muss 2018 entschieden sein, weil 2019 entscheiden ja die Bürger. Allein daran können Sie schon den Denkfehler erkennen. Meine Damen und Herren, lassen wir doch die Bürger über die Zukunft Europas entscheiden. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie gehen mal mit Ihren sozialistischen Freunden in Brüssel gemeinsam in sich und formulieren mal eine Vision Ihres sozialistischen Europas. Und wir gehen mal mit unseren Freunden aus der EVP-Fraktion in uns und formulieren mal die Vision eines wirtschaftlich starken christdemokratischen Europas. Und dann lassen wir doch die Bürgerinnen und Bürger mal entscheiden, vielleicht schon am 24. September. Das wäre doch mal eine Möglichkeit. Statt mit Spitzenkandidaten aufwarten zu wollen, bei dem der eine Bart hat, der andere nicht. Darum geht es doch nicht. Es geht um politische Inhalte. Und wir wollen, dass die Bürger über diese politischen Inhalte entscheiden. Dann wird da ein Schuh draus. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich glaube, dass Europa eine Veränderung seines Selbstverständnisses haben muss. Die europäischen Institutionen müssen erkennen, dass sie den politischen Willen der Bürger Europas ausführen und nicht dazu da sind, die Bürger Europas zu belehren.
Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Frau Bundeskanzlerin, machen Sie sich auf den Weg zum Europäischen Rat. Sie sind die Einzige, die in der Lage ist, Europa zu führen. Nur Sie müssen jetzt auch tun. Vielen Dank. So, vielen Dank, Dr. Hans-Peter Friedrich. Und das Wort zu einer Kurzintervention hat Annalena Baerbock. Herr Dr. Friedrich, da Sie ja hier so dafür geworben haben, in Dialog zu treten, verwundert es ja dann doch.